Ich speichere mal ganz kurz. Es soll neu laden, soll helfen. Ich glaube, ich mache das jetzt auch gleich mal. So. Es soll helfen, wenn man neu lädt. Habe ich schon gelesen, so community-mäßig. Also bitte fortsetzen. Probieren wir es mal, ne? Provin geht über Studieren. So, was wollte ich sagen? Also wie gesagt, deutsche Synchronisierung nach Möglichkeit die Originalsprecher, das wäre sehr, 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 sehr schön. Ansonsten Menschen mit sehr ähnlicher Stimmfarbe, das darf man doch wohl erwarten und verlangen. Man hat ja sonst keine Sorgen. Ja, ich bin gespannt, wie dann die restlichen Charaktere so sind im Lager. Zwecks Rufus wollte ich noch was sagen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, Rufus hat es wirklich gegeben. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob der Typ nicht später gestorben ist. Neuer Eintrag. So, Ori. Rookie, quite a show yesterday, eh? Es ist ein bisschen besser, aber nicht viel. Nur ein bisschen besser. Ehrlich, nicht viel. Ja, gut. Okay. Boah. Sollte ich vielleicht versuchen, im Spiel die FPS einzuschalten? Ich versuche mal was, ganz kurz. So. Das kann man nämlich auch machen, weil es ist zwar auf off gewesen, aber ich schaue mal, ob es jetzt besser ist. Nicht so wirklich, oder? Nicht so wirklich, gell? Warte mal kurz. Ich versuch's mal mit etwas weniger. Ist das besser? Ich fürchte nicht, oder? Na, ich glaube, das kann ich mir sparen. Da mache ich es lieber ganz retour. Das kann ich mir, glaube ich, sparen. Oh, hoppala. Entschuldigung. Jetzt. So. Komme ich schon durcheinander. Ja. Na, hilft nicht wirklich viel. Aber da ist schon ein bisschen besser. Scheinbar ist da oben so ein Punkt, der nichts. Nee. Gut und schön. Ja. So, die Spielwelt ist ja schon mal ganz schön, muss ich sagen. Ist ja ganz nett. Ist schön geschmückt, schön ausgeschmückt, meine ich. Das ist, finde ich, im Pluspunkt schon. Incidentally, Diego, are there many rookies in the colony? Few alive, even fewer sane. Out of the new arrivals, I believe just you. Even so, being the old camp's nanny is no easy task, as you saw for yourself. Well, you're pretty good at it. You look like you've been doing it all your life. No, rookie. Before landing in this cesspool, I had a more comfortable life and a more interesting profession, like everyone, I guess. Look, there's the guard post for the trade route. Only two men guarding it. Yes, but what a pair. Especially Ori. He's a real character. Grouchy, loyal to the old camp, and a magnificent warrior, whether it's with a sword or in a beer drinking contest. Came through here, we would have seen it. We hardly even had two beers yesterday. Of course, Ori, don't you worry. It happens to the best soldiers, although less to the sober ones. Okay. Na, er ist zu nett. Er ist leider zu nett. Also das müssten sie noch dann überarbeiten, aber meinen Segen, wie gesagt, hätten sie für ein Remake, das ist, ich meine, was halt logisch ist, das Spiel wird jetzt nicht in einem Jahr fertig sein können. Also realistisch sind wir da schon, würde ich jetzt sagen, bei 5 bis 6 Jahren, bis es dann nur noch wenige Bugs hat und hier und da vielleicht ein, zwei Schönheitsfehler. Aber das müssen wir schon uns vor Augen führen, ne? Dass es hier nur das Spiel gibt. Wie hier. Okay. Sehr gut gemacht. Ich muss jetzt ein Lob aussprechen. Diego, geh schon mal voraus. Man weiß sofort, wo man jetzt hier ist, oder? Man geht durch das Tor hier hinten durch. Das haben sie toll gelöst. Jetzt muss ich sie loben. Genau die zwei Fleischschwanzen, die es hier gab. Sogar auf die Stückzahl haben sie geachtet. Hier gab es nicht mehr. Der Felsen. Hier sind sie herumgeschurdelt.
Sehr gut gemacht. Und hier da vorne die verlassene Mine. Sie haben sogar auf das Bauwerk hier geachtet. Dieses, wie soll man sagen, diesen Unterstand hier mit dem Skelett und der Truhe. Ich bin entzückt. Ich muss schon sagen, jetzt bin ich entzückt. Das haben sie super gemacht. Sehr, sehr gut. Ich bin jetzt wirklich gehypt. Jetzt passt's wieder. Hier die Mine, wo man vorne eine Spitzhacke finden konnte. Normalerweise oder in der Nähe. Da hier, ja, die Spitzhacke haben sie auch. Sehr großes Lob. Sehr großes Lob. Sehr großes Lob. Das ist in Ordnung. Jetzt ist die Welt wieder heile. Jetzt ist die Welt heile. Hier konnte man ja, glaube ich, auch hochklettern. Horuk, na, würdest du? Bitte sei so gut. Stell dich schon hin. Und? Ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr großer Pluspunkt. Sehr brav. Ja. Da oben geht es dann nochmal auch rauf. Ja, das haben sie auch alles brav. Ich bin sehr zufrieden gerade. Ja, die Scavenger. Ich glaube, ich bin gerade sehr zufrieden. Ja, das haben sie schön umgesetzt. Hm, man erkennt das sofort. Hier die Brücke. Da drüben gab es ja, glaube ich, noch ein Schwertelein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Oder, halt, Entschuldigung. Schnell speichern, weil Scavenger, ne? Gleich mal das Schwertelein zücken. Die machen wir gleich platt. Oh Gott, ich bin angeschlagen. Ziemlich stark sogar. Naja, wird schon werden. Ja, das war wieder ein Schuss in den Ofen. Okay. Okay, das war jetzt doof von mir. essen. Ich werde mal das Brot essen. Halt, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das Brot essen. Ich muss es ja mit Z essen, genau. Und die Blaubeeren muss ich ja auch so mit Z essen. Das ist ja eh ganz klar. Und dann wollte ich die ausrüsten. Und dann wollte ich die dahin tun. Genau, hierhin. Ja, genau. Und die Maus ist leider ein bisschen zu. Die ist nicht empfindlich genug. Die muss ich mehr empfindlich machen. Das war, glaube ich, hier so. Ja. Damit das hier mit der Maus hier da schneller geht. Ja, genau so. So, jetzt geht's. Au. Das mit der Maus ist echt gewöhnungsbedürftig, muss ich echt schon sagen. Geht schon, hau drauf! Hau drauf! Hau! Was hat er? Jawohl. Und auch nach oben. Und geht schon. Jawohl! So langsam komme ich dahinter. Geht schon, hau drauf! Yes! Wow! Ja, yeah. Ich freue mich schon, wenn das Spiel fertig ist übrigens. Aber wie gesagt, Kralle, no go. Jawohl! Rostiges Langschwert. Es war, glaube ich, damals zwar kein Langschwert. Oder war es doch ein Langschwert? Ein Schwert war es auf jeden Fall. Rostig war es auch. Lass mal. Ja, sie haben auf den Karren gedacht. Sie haben auf die eingestürzte Mine gedacht. Ich bin zufrieden. Noch eine Spitzhacke. Ja. Die Erzbröckelchen, die alte Lore. Seraphis, ich bin zufrieden. Sie haben auf das Kraut geachtet. Ja, jetzt haben sie hier die Pluspunkte. Ja, der Anfang war jetzt zwar sehr gewöhnungsbedürftig, aber hier haben sie altvertraute Sachen hier komplett wunderschön gemacht. Mit der Brücke, ich bin zufrieden gerade. Wie gesagt, das mit den Krallen und Zähnen, das... Oder hat es das doch damals gegeben? Und ich erinnere mich jetzt nur falsch und bin jetzt mehr auf Gothic 2. Aber ich bilde mir ein, Zähne und Klauen, das musste man doch erst lernen, oder? Um die zu kriegen. Vielleicht bin ich auch zu riesen geschädigt. Ich hätte vielleicht vorher nochmal sollen das Original spielen, um es besser vergleichen zu können. Egal. Ist wurscht, man kann es noch variieren. Das ist egal. So, hier möchte ich natürlich auch raufschauen. Hier müssten Goblins sein, meine ich. Wenn ich mich jetzt bei der richtigen Variante erinnere. Da drinnen haust irgendwas.
Okay. Aber so bin ich schon mal sehr beeindruckt und sehr begeistert. Das ist wunderbar gemacht. Mit wunderbar meine ich tatsächlich wunderbar. Werde das auch sofort jetzt wieder speichern. So, ich weiß, ich speichere ein bisschen viel, aber ich will jetzt da nicht unbedingt hier sterben. Halt, was haben wir hier? Ach so, das mit Nahrung anlocken, okay. Weitere Spielmechaniken. Tiere mit Nahrung anlocken. Manche Tiere werden von Nahrung angelockt. Das hatten wir doch schon. Diesen Tipp. Oh. Ein Scavenger. Jawohl. Früher musste man das mit der Richtungstaste machen. Jetzt macht das die Maus für einen. Ah, oh. Hoppala. Das passt schon so. Das habe ich jetzt verdient. Ich habe nicht drauf geachtet. Da bin ich jetzt selber schuld. Aber ich muss sagen, sehr schön. Sehr gut. So, mal schauen, wo ich jetzt da lade. Sonst muss ich das selber nochmal machen. Aber Pluspunkt. Pluspunkt. Verlassene Mine. Verlassene Mine ist sehr, sehr gut. Es sind auch die Scavenger und Snapper sehr schön modelliert, muss ich sagen. Halt. Ah, da bin ich. Das gefällt mir nicht. Das mit dem Laden, das muss ich... Warte, ich verlasse kurz... Soll ich? Ja. Ich verlasse kurz das Spiel, weil jetzt haben wir doch einiges geschafft gehabt. Das will ich so nicht haben. Da werde ich es von selber laden. 23 Spielstände habe ich schon, also... Hui. Egal. Ja. Also, das ist schon mal gut. Verlassene Mine ist sehr, sehr gut. Ich glaube, ich lasse mir hier zu viel Zeit, ne? Ich sollte das etwas zügiger durchspielen, aber es ist mir wurscht, ich will das jetzt genießen. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, schön, schön. Sehr, sehr schön. Ich muss mir das jetzt nochmal anschauen. Ich werde meine Let's Plays nachher nochmal anschauen, ob es tatsächlich Krallen und Zähne schon, ob die schon dabei waren. Und dass ich mich... Was? Echt jetzt? So, Rookie. Lol, das hätte ich mir jetzt sparen können. Ich hatte doch gespeichert gehabt. Okay, all of you stay where you are. Don't make me hurt you. Very funny. The scene was actually pretty comical, at least to me. That's because it wasn't you risking your neck. If I'd have had a good sword, the fight would have gone differently. Of course. The champion of Corinnis single-handedly defeats an army of nocturnal beasts. I had them right where I wanted them, but then you had to come along. By the way, where are we? It looks like a theater. It's actually an ancient temple that has seen different gods. You know, Inos or Danos, and there you have him, Belia. It doesn't really matter anymore. If this is such an important zone, isn't it dangerous to have predators around here? Yes, and that's why we prefer to work during the day. The animals are starting to do stranger and stranger things at night. Why's that? I don't know. It might be the magic of the barrier. Or because they've been trapped in the colony for so long. I see. Oh nein. Wir wissen, woran das liegt. Er hat ihn sogar gerade vorhin benannt. Incidentally, Diego, are there many rookies in the colony? Few alive. Even fewer sane. Da gab es schon, das kennen wir jetzt eh schon, das kann ich wieder quatschen. Da hatten wir gerade vorher scheinbar einen Bug. War das Gespräch viel weg? Well, you're pretty good at it. You look like you've been doing it all your life. No, Rookie. Before landing in this cesspool, I had a more comfortable life. Ja, das kennen wir schon. Kann ich sprinten? Ja. Like everyone, I guess. Ich möchte gerne überholen, nach Möglichkeit. Look, there's the guard post for the trade route. Ah, jetzt sind wir da, ne? Only two men guarding it. Yes, whatever. Diego, any other good news I should know about?
no one came through here, we would have seen it. We hardly even had two beers yesterday. Of course, Ori, don't you worry. It happens to the best soldiers, although less to the sober ones. Was ich auch schon mal ansprechen wollte, ist die Rüstung, die sie alle hier tragen, ne? Also für Gardisten schauen die Rüstungen sehr mager aus, muss ich ganz ehrlich sagen. So, die müsste eigentlich aufgehen. Geht jetzt irgendwie nicht auf. Habe ich den Loot behalten dürfen? Ah, ich habe den Loot behalten dürfen. Okay, das muss man auch wissen. Gut, ich will jetzt nochmal rauf hier, weil wenn wir den Loot schon haben müssten, müsste das Getier ja auch schon verstorben sein. Boah, das leckt gerade. Langsam. So, also nochmal. Ich darf nicht sterben. Bin ich jetzt genesen eigentlich? Verwundet? Ja, verwundet bin ich. Okay. Ich werde jetzt wohl diesmal nicht verrecken, hoffentlich. Wie gesagt, hoffentlich. Da esse ich gleich mal eine. Seraphis. Boah, das haben sie schön designt. Schaut mal. Seraphis gibt 100 Energie zurück, also Lebenspunkte. Seraphis kommt fast so häufig vor wie Blaubeeren. Dabei handelt es sich um eine fliederfarbene Pflanze mit intensivem Duft, die oft in anspruchslosen Gerichten Verwendung finden. Eine Pflanze mit Heilwirkung. Häufig wird sie eingesetzt, um kleine Wunden und Kopfschmerzen zu behandeln. Kopfschmerzen? Aha. Kleine Wunden und Kopfschmerzen. Jetzt ist die Frage. Queste. Aber Schmerzmittel hat es geheißen, braucht man, ne? So. Okay. Dann schauen wir mal. Ein. Ja, das wissen wir schon. Ich will ihn aber trotzdem so verhauen. So. Super, ich habe nichts getroffen. Habe ich ihn getroffen? Ich glaube schon, ne? Jawohl! Oh, hoppala. Sehr schön. Und her mit dem Fleisch. Die Kralle, jawohl. Da sind sehr viele Scavenger. Design, das ist ja wirklich nicht schlecht. Muss man echt sagen. Die Beeren, den Baum hier, das erkennt man alles schön. Super. Das ist echt, das ist schön. So, das speichern wir wieder. Dann gibt es quasi, man startet quasi immer beim Kontrollpunkt, wenn man das Spiel neu lädt. Aha. Das ist auch gut zu wissen. Also noch. So. Autsch, ich hätte ausweichen sollen. Ich Dodel. Ah, der ist erledigt. Sehr gut. Nehmen wir wieder alles mit. Und dann haben wir da noch ein. Ah, hier ist ja auch das Grab. Gemacht ist es echt super. Kannst du sagen, was du willst. So, jetzt ist die Frage, kann ich mich anschleichen? So nicht, ne? Also, wenn man die Waffe gezogen hat, kann man nicht mehr schleichen. Ist irgendwie eh logisch. Ui, ein Schnappi. Ja, das hatte ich jetzt nicht kommen sehen. Huch, jetzt werde ich sterben. Das hatte ich jetzt nicht kommen sehen, dass das ein Schnappi ist. Wow. Okay, das hat mich jetzt selbst überrascht. Hat mich überrascht auch, dass ich ihn tatsächlich beikomme. Das ist komisch. Das ist ja komisch. So. Nein,
Na, geht schon. Renn raus. Wow. Vielleicht kann ich ihn ja besiegen, wenn ich mich gut anstrenge. Aber meine Ausdauer wird jetzt bald flöten gehen. Okay. Ich verdrück mich jetzt natürlich auch immer. Ich hätte das jetzt wieder auf die Schnelltaste legen sollen, nicht Depp. So. Ich werde mir auch gleich ein bisschen Wanzenfleisch dazu gönnen. Und vielleicht ein Königsbier zwecks Ausdauer. Jawohl. Wow. Ich wollte jetzt gerade auf die Seite hüpfen. Das hat irgendwie überhaupt nicht hingehauen. Na nü. Na komm. Ja, das haut überhaupt nicht hin. Ich glaube, den Scavenger... steckt er die Waffe weg, der Trottel. Ich glaube, den werde ich nicht zurecht schaffen, ha? Zu 100 heilen? Da haben wir noch vorher... Meine Güte, dieses Verdrücken. Das muss ich mir noch umgewöhnen. Da muss ich noch sehr viel üben. An Reisschnaps. Aha. Denn das ist natürlich fürs neue Lager auch, ne? Ein Dings. Das berühmteste Getränk aus dem neuen Lager. Es ist leicht zu beschaffen und viel billiger als ein zünftiges Bier. Ein süßes Getränk mit hohem Alkoholanteil. Genau richtig für die Kolonie. Und verursacht bei seinem Konsumenten oft Benommenheit und unerwartete Wirkungen. Genau. Scheiße. Ich glaube, den schaffe ich nicht. Da habe ich natürlich auch die Waffe dummerweise weggesteckt. Geht schon. Hau auf ihn. Na los. Jawohl. Wir haben uns den ersten Schnappi besiegt. Das ist überhaupt möglich, war jetzt da. Alter Schwede. Schnapperfleisch. Boah, dass das überhaupt möglich war. Normal hätte man nicht einmal Schaden machen dürfen an dem Viech. Weil damals hat es schon ein Snappy bis... Ja, du brauchst das nicht noch zu betonen. Weil früher, als wir einen Schnapper angegriffen hatten, das war gar nicht schön. Das jetzt hier ein Lift? Das ist jetzt aber auch neu, oder? Das ist jetzt neu, oder? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich da runter soll. Huch. Ja, okay. Aha, das wird jetzt immer, wenn wir bei einer Kochstelle vorbeilaufen, wird das automatisch getriggert, dieser Hinweis. Okay. Wahrscheinlich später dann wird es sich eh auflösen. Momentan halt noch nicht. Okay, ob das so gut ist, hier reinzugehen? It's closed. I'll need something to open it. Okay, für später. Haben sie das ja auch ein bisschen ausgeschmückt? Schlecht ist es ja nicht. Gott sei Dank eine Blaubeere. Wieder unser Inventar ein bisschen auffüllen hier. Gute Nacht. Dann könnten wir uns das da unten eigentlich auch noch ein bisschen anschauen. Essenz der Heilung. Ich höre da irgendwas schnauben. Oh, Mole Rats. Vielleicht? Die waren ja auch hier oben. Oi. Haben die hier Mole Rats? Na, ein Wolf. Drei Wölfe. Schade, keine Mole Rats. Die lasse ich jetzt aber mal stehen, die Wölfe. Bin eh schon so angeschlagen. Da werde ich noch vorher den Lift probieren. Wobei ich schon überlegen bin, die Essenz schnell zurückzubringen zu unserem Kumpel da, ne?
Wäre auch eine Möglichkeit. Aber hier oben hat man auch eine verdammt schöne Aussicht. Okay. Okay, das alte Lager haben sie gut hinbekommen, von hier oben sehend. Da kann man schon voll reinschauen. Zur Burg. Okay. Ja. Schön. Schön, schön, schön. Jetzt möchte ich doch noch gern da runter. Nur mal schauen, was es da gibt. Wenn wir sterben sollten, ne, kommen wir wahrscheinlich wieder oben an. So, schauen wir mal. Betätigen wir mal den Hebel. Hui! Das geht ein bisschen zu schnell. Oh! Jesus, na. Okay. Wir sind nicht abgestürzt. Hui. Da haben wir schon mal Fleischwanzen. Die werden wir gleich zerquetschen. Irgendwas höre ich da knurren. Hoffentlich ist es kein Troll. Da hinten schaut aus, als wenn wieder... Jaha. Als wenn da wieder so ein... Sch ja. This is disgusting. Ja. Why do wolves eat this crap? Ja. Da hinten ist wieder, glaube ich, ein Schnappi. Dass man hier überhaupt mit einem Karren fahren konnte, wenn es so schief ist, das ist auch ein Wunder. Könnte auch ein Sch... Ist das ein Scavenger? Oder ein Schnappi? Ich glaube, ein Schnappi, ne? Ah, ich weiß schon, wo wir sind. Okay. Ja, das ist ein Schnappi gewesen. Glaube ich. Die leben da oben jetzt auch noch? Wo ist eigentlich Diego hin? Ist der schon voraus fort? Ist der schon komplett weg? Leben die jetzt da oben noch? Tatsächlich. Sind die schon gerespawnt? Okay. Jetzt weiß ich nämlich auch, warum hier Schnappi sind, wenn ein Mole Rat eigentlich da sein sollte, oder? Scavenger, ja. Ist, glaube ich, nur einer. Jawohl. Geht schon. Und hin ist er. Sehr gut. Okay. Würdest du? Danke. Jawohl. Den nehmen wir mit. Ist jetzt aber nur einer, ne? Ja. Halt, war da was? Nein, ne? Das habe ich ja alles brav mitgenommen. Ja. Das passt schon so. Sehr, sehr gut. Kennt man sofort. Schaut auch sehr stylisch aus. Das da drüben ist halt neu. Da bilde ich mir ein, das gab es nicht. Ist jetzt aber kein Beinbruch. Soll ja eine Mine sein. Warum auch immer so ein Gebirge hier nicht genutzt werden soll, ist ja unlogisch. Das passt schon so. Das ist schön. Das kann man durchaus stehen lassen. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, das müsste aber schon ein Scavenger sein, oder? Ich soll auf jeden Fall mal was essen. Ich bin schon ein bisschen fertig. Aber ich habe Fleischwanzen, hätte ich noch ein bisschen Mahlzeit. Wo ist Fleischwanzenfleisch? Brauche ich aber auch 10 eigentlich. Naja, 45 müsste wohl passen jetzt fürs Erste. Dann schauen wir mal. Scavenger, jawohl. Sehr gut. Ja. Das lief gut. Halt. Wegstecken bitte. Danke. Nehmen wir alles mit. Sehr gut. Da haben wir noch eine Blaubeere. War hier nicht noch ein
Geldbeutel oder so? Aber es ist schön, also wirklich toll gemacht. Das mag ich. So ist detailgetreu, das ist in Ordnung. Ja, genau, den sie da aufgeknüpft haben. Ja, ja. Passt alles. Passt alles.